Was ich dir heute noch mitgeben will, das betrifft zwei Formen des Hamza. Habe sogar eine Folie mal dazu hier bereitgestellt. Lass mich mal einmal schauen, ob die noch da ist. Also, es geht um zwei Formen des Hamza. Das musst du unbedingt wissen, weil das sehr häufig vorkommt. Das Hamza, wenn wir jetzt vom Hamza reden, reden wir von diesem Buchstaben, dieser strichartige Buchstabe, der manchmal ein kleines Hamza oben drauf hat und manchmal aber ohne dieses kleine Hamza ist. Manchmal wirst du sehen, dass das ohne dieses kleine Hamza ist. In beiden Fällen nennen wir das aber Hamza. Nicht? Dieses Hamza hat, lässt sich untergliedern in zwei Arten. Es gibt zwei Arten des Hamza. Wir haben einmal das sogenannte Hamzatu al-Wasl. Hamzatu al-Wasl. Das kannst du übersetzen als das Verbindungshamza. Hamzatu, so, Hamzatul Wasl, das nennen wir das Verbindungshamza. Und die zweite Art wäre das Hamzatul Qata. Hamzatul Qata, das ist ein Ta. So, noch nicht so, nein, so. Hamzatul Qata. Das nennen wir das Trennungshamza. Wo ist der Unterschied? Es gibt Unterschiede auf zwei Ebenen. Einmal der äußerliche, schriftbildliche Unterschied. Das ist sehr leicht zu erkennen. Zweitens der ausgesprochene Unterschied, der Unterschied in der Aussprache. Das Hamzatul-Wasl, das Verbindungshamza, taucht erstens, wenn überhaupt, dann nur am Anfang eines Wortes auf. Okay, am Anfang eines Wortes. Nehmen wir mal an, das ist der Anfang. Wir haben das immer schon als A abgekürzt. So. Dann nehmen wir an, wir haben hier ein Wort bestehend aus drei Buchstaben. Das ist nämlich das Minimum. Minimum bei Nomen sind drei, und auch bei Verben sind drei Buchstaben. Also, hier haben wir ein, das ist der Anfang, das ist dann die Mitte und das ist das Ende. Übrigens nicht verwechseln mit dem Ausdehnungshamsa, das Hamzatul Mad, das wir gelernt haben, zur Ausdehnung von Buchstaben. Das sieht zwar auch so aus, aber ist was anderes. Deswegen nicht verwechseln. Das Hamzatul Wasl, das Verbindungshamsa, taucht wenn dann hier auf. Hier gibt es das nicht und auch am Ende kommt es nicht vor. Das so der zum Ort des Hamzatul Wasl. Das Hamzatul Wasl ist daran zu erkennen, dass es dieses kleine, diesen Hamza-Kopf hier oben nicht trägt. Ja, oder unten, manchmal kann es auch unten sein. Das ist nicht da beim Hamzatul Wasl. Das Hamzatul Wasl ist einfach ein Strich am Anfang, der oft hier, wie hier zu sehen, oder meistens so ein kleines, ich hoffe, du kannst es hier sehen, das sieht aus wie ein kleines Sad. Ja, im Koran ist es dadurch gekennzeichnet, dass dort ein kleines Sad, ein Miniaturbuchstabe zu sehen ist. Warum gerade ein Sad? Kommt von dem Namen. Waslun, Hamzatu Wasl. Da ist ja ein Sad in der Mitte. Das ist also eine Abkürzung dafür für Wasl. Okay, das ist ja soweit in Ordnung alles, oder? Verstanden alles bis hierhin? Dann kommen wir nämlich zum praktischen Teil. Zum praktischen Teil. Wie gehen wir mit einem Hamzatul Wasl um? Das kann zwei Situationen haben. Entweder steht das Hamzatul Wasl wirklich am absoluten Anfang.
am absoluten Anfang. Das bedeutet, davor ist gar nichts. Davor ist überhaupt nichts. Das heißt, wir beginnen beim Hamzatul Wasl. Wie am Anfang eines Satzes. Am Anfang eines Satzes. Oder nach einer Sprechpause. Beginne ich mit einem Wort, das mit einem Hamzatul Wasl beginnt. In diesem Fall wird es gelesen. In diesem Fall wird das Hamzatul Wasl als ein Hamza gelesen. Wie hier in diesen Fällen. Schau dir das mal an. Hier haben wir am Anfang einen Hamzatul Wasl. Das steht wirklich am absoluten Anfang. Dann würden wir das einfach lesen. Alladhina. Hier hat es ein A-Vokal, das hier nicht markiert ist, aber ich markiere es mal. Hier hat es ein I-Vokal und hier hat es ein A-Vokal. Das ist jetzt hier nicht markiert, darum geht es aber nicht. Also die Vokalisierung ist jetzt nicht der Knackpunkt bei dieser Masala, bei diesem Sachverhalt. Alladhina wurde mitgelesen. Hier, Ihdina wurde mitgelesen. Al-Kitab wurde mitgelesen. Das ist Situation 1 von 2. Es gibt nur zwei Situationen. Situation 2. In der Situation 2 ist das Hamzatul Wasl zwar am Anfang des Wortes, da wir gesagt haben, es kann nur am Anfang eines Wortes auftauchen, aber es ist nicht am absoluten Anfang. Was heißt das, absoluter Anfang? Das heißt, wir haben davor einen Buchstaben oder ein Wort, wir haben davor ein Wort und das wird miteinander verbunden. Wie wenn ich einen längeren Satz ausspreche, dann bleibe ich ja nicht bei jedem Wort stehen. Das Haus ist. Sondern ich werde das in einem Zug aussprechen. Das Haus ist. Und in der arabischen Sprache werden die Wörter dann miteinander verbunden. So, wir sehen das hier. Hier dieser Satz beginnt mit dem Wort 1, Mithaq. Wort 2 ist das hier. Alladhina. Aber wir wollen das jetzt in einem Zug aussprechen. Auf einmal, weil das ein Satz ist. Was machen wir dann? Du siehst dieses rote Hamzatul Wasl. Was machen wir mit dem Hamzatul Wasl in diesem Fall? Wir werden es überspringen. Deswegen nennt man das Verbindungshamza. Weil es im Falle der Verbindung von Wörtern in der Aussprache, weil es in diesem Fall einfach entfällt. Also, wie lesen wir das? Wir lesen hier nicht Mithaqa. Das erste Wort ist Mithaqa, wie du sehen kannst. Mithaqa. Das zweite Wort ist Alladhina. Was machen wir? Wir springen vom Qa zum Lam. Mithaqa Alladhina. Alladhina. Hier auch. Siehe, das Wort Ihdina haben wir oben mit dem Hamza ausgesprochen, weil es am absoluten Anfang steht. Hier aber jetzt haben wir ein Wort davor. Das ist nur ein Buchstabe, es ist aber ein Wort. Es ist eine Partikel. So, was machen wir jetzt? Wir wollen ja nicht sagen, wa ihdina. Du sagst ja auch nicht, alhamdu lil. Nee, da sieht man es gar nicht. Du sagst ja nicht, qul huwa allahu ahadun. Sondern du sagst, qul huwa allahu ahad. Okay, also wir müssen das verbinden. Wie machen wir das dann? Wir lassen das Hamzatul Wasl einfach ausfallen, springen vom Wow direkt auf das vokallose H und sagen dann Wahdina, Wahdina, nicht Wa-Ihdina. Das gleiche hier jetzt, haben wir das Wort oben Al-Kitab, das haben sie ausgesprochen, weil es am Anfang stand, weil davor nichts ist, weil es nicht verbunden wird. Und jetzt haben wir aber hier ein Wort, eins, das Wa, dann das Wort zwei, Al-Kitab, ein Hamzatul Wasl in der Mitte. Das fällt, also in der Mitte meine ich jetzt zwischen diesen zwei Wörtern. Es steht aber am Anfang des ersten und des zweiten Wortes. Dann lassen wir das Ganze wieder ausfallen und wir gehen über zu dem Lam mit dem Sukun und wir sagen Wal-Kitabi. Soweit verstanden? Ja. Dann schauen wir uns das andere Stück mal an, und zwar das Hamzatul Qata. Das sogenannte Hamzatul Qata. Was machen wir mit dem Hamzatul Qata? So, das Hamzatul Qata, das Trennungshamza. Dieses Hamzatul Qata, nehmen wir mal an, wir haben wieder ein Wort,
ein Nomen oder ein Verb, spielt keine Rolle, mit den minimalen Buchstaben, und zwar 3 Buchstaben. Dann haben wir einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Das Hamza al-Qata, das Trennungshamza, kann am Anfang stehen, kann in der Mitte stehen und kann am Ende stehen. Gekennzeichnet wird es dadurch, dass über den Buchstaben Alif ein Hamza steht oder unter ihm. Manchmal steht es auch über einem, ja, das sieht dann aus wie ein Ja, ist aber immer noch ein Hamza, oder es steht über einem Wow. Es ist aber immer noch ein Hamza. Der Unterschied in der Aussprache, also der technische Unterschied, ist dann, dass das Hamzatul Qatr tatsächlich, wo es auch immer auftaucht, ausgesprochen wird. Es wird nicht übersprungen. Es wird nicht übersprungen. Egal wo. Mitte, Anfang, Ende, verbunden mit anderen Wörtern. Du liest es immer mit. Beispiele. Schauen wir uns hier mal ein paar Beispiele an. Wir haben hier das Hamzatul Wasl am Anfang. Hier haben wir es sozusagen mittig und hier haben wir es am Ende. Wie lesen wir das? Ata, wir haben es mitgelesen, wie beim Hamzatul Wasl. Jetzt in der Mitte, mittig. Nicht am Anfang, nicht am Ende, irgendwo dazwischen. Lesen wir das jetzt mit oder springen wir vom Fa auf das Ra und sagen dann Farada? Nein, wir lesen es hier mit. Fa-a, fa-arada. Hier am Ende. Yasha'u.